Es ist die letzte Probe vor dem Auftritt. Die Texte sitzen noch nicht. Nächste Woche wollen Sabia und Chana auf die Bühne gehen. Um dem Regenwald zu helfen, brauchst du kein Geld. Du musst es nur recyceln. Tu es für die Welt, für die Welt, für das Leben, das ganze Leben. Du kannst es doch nicht einfach den Tieren alles wegnehmen. Luft. Tu es für die Kinder deiner Kinder. Du kannst es doch nicht wegnehmen, da steckt doch was dahinter. Luft. Dahinter verbirgt sich die Mission, was zu ändern. Unsere Zukunft, unsere... Eins, zwei, komm on. Was ganz Besonderes ist der Regenwald. Die Bäume werden rausgerissen mit Gewalt. Nicht viel interessierte mich das Thema. Aber jetzt weiß ich, das war ein großer Fehler. Ich überlege, was man machen kann, wie man es schaffen kann, wie man den Regenwald retten kann. Von vielen Tieren wird der Lebensraum zerstört. Aber viele tun so, als hätten sie es nicht gehört. Das Holz und das Geld. Aber das ist das Problem die ganze Zeit, du musst mehr Power reinlegen. Du rappst. Du musst. Das muss mehr raus. So. Eins, zwei, drei, vier, go! Was ganz Besonderes ist der Regenwald. Die Bäume werden rausgerissen mit Gewalt. Nicht viel interessierte mich das Thema. Aber jetzt weiß ich, das war ein großer Fehler. Ich überlege, was man machen kann, wie man es schaffen kann, wie man den Regenwald retten kann. Von vielen Tieren wird der Lebensraum zerstört. Aber viele tun so, als hätten sie es nicht gehört. Das Holz, das Geld bedeutet für viele Menschen die Welt. Das. Für die Rapper gibt es noch viel zu tun. Die Zeit ist knapp. Es ist der Tag, auf den alle hingearbeitet haben. In nicht mal einer Stunde müssen die Tänzerinnen und Rapper in der Sporthalle vor Publikum auftreten. Du nicht, du machst bitte weiter. Sweet Home, verliebte Tiere im Regenwald, doch rennt sich meine Platz ist weg. Die Anspannung ist jedem anzumerken. Ich hab so Schiss, dass ich alles verpatze, ne? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Eltern, Nachbarn, Mitschüler und Freunde sind der Einladung der Anne-Frank-Schule gefolgt. Als nächstes möchte ich auch die Schülerin der Anne-Frank-Schule bitte auf die Bühne bitten. Ganz, ganz dicken Applaus, komm! Der Regenwald ist für die meisten Tiere halt nur zu Hause und wir zerstören das zurzeit. Unser Klima wird dadurch auch zerstört sozusagen. Und dafür tanzen wir halt und versuchen in die Öffentlichkeit damit zu gehen, um die Menschen klar zu machen, was sie da eigentlich tun. Eine Urwaldgeschichte erwacht zum Leben. Ich hätte nicht gedacht, dass die ganzen Schüler und so das so gut aufnehmen. So. Ja. Voll cool. Die waren ja voll am Ausrasten. Ja, die waren voll am Klatschen und so alles. War cool. Verdammt. Wir haben wirklich was erreicht, wir haben dafür trainiert und wir haben es geschafft. Wir haben es hinter uns. Aber im positiven Sinne. Sie haben es noch vor sich. Ich bin ganz stolz und proud to present. Das heißt auf Deutsch, ich bin stolz, euch präsentieren zu dürfen. Sabia und Chana aus der Anne-Frank-Schule. Also liebe Leute, mein Name ist Sabia, also nein, das ist Jana, mein Name ist Sabia und wir zeigen euch jetzt, dass der Regenwald auch wichtig ist. Er hat eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben. Stell dir vor, du bist zu Hause und der Schaffer unter Basis, wo der Gott so drauf scheint, die Sonne, Sonne, Knall. Du liebst dein Leben und die Leute dich herum, gegen nichts aus dem Kopf, aber nein, bist du dumm. Du gehst kurz raus, um die Sonne zu genießen, kommst zurück, schaust alles an, nur die Tränen.
hat das Projekt sehr viel gebracht. Wo ich ans Projekt gekommen bin, hat sich irgendwie mein Leben schlagartig geändert. Ich habe, wie soll man sagen, ich konnte besser mit Menschen umgehen. Wir sind, wir haben alles weggenommen, da brachte es sich wie wir als Hund bekommen. Damit mein ich die globale Erwärmung, alles wird sich ändern. Und was ganz Besonderes ist der Regenwald. Die Bäume werden besser, müssen wir bald nicht viele Interessierte, nicht das Thema. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwas über den Regenwald schreiben kann. Als ich es geschafft habe, war das ein Erfolg für mich, also ich habe es geschafft. Da war ich natürlich auch stolz auf mich. Unser Regenwald hat eine lange Geschichte. Von der Geo-Schnitt ist das Geschichte. Wir berichten euch von Anfang bis Ende. Denn der Regenwald ist eine Legende. Tu's wie die Kinder, wie Kinder. Kleiner Kinder, sie wollen doch auch mal leben. Da steckt noch Wasser in das Beton. So leben die Tiere im Regenwald. Doch ein schneller Platz ist weg. Öde und kalt, große Waldflächen werden einfach vernichtet. Und auf sie und auf andere. Dankeschön. Ich fand den Bühnenauftritt super. Ich fand die Bühnendekoration super, die von Schülern gebaut worden sind. Insgesamt fand ich das Ganze wirklich eine ganz tolle Geschichte. Das sollten wir öfter machen. Das war eine coole Erfahrung, so für mich. Auf jeden Fall. Natürlich kann ich Kleinigkeiten ändern. Ich denke, wenn jeder eine Kleinigkeit ändert, wird es zum Besseren. Also ich würde sagen, dass die Menschen da draußen mehr Recyclepapier benutzen sollen. Und das würde auch dem Regenwald sehr helfen, weil sonst man würde dann weniger Bäume abhacken. Ja, natürlich will ich Kinder haben und die Kinder möchten vielleicht auch Kinder haben. Und in meinem Text heißt es, denk an die Kinder deiner Kinder. Ich meine, wir wollen doch auch mal leben und wir nehmen dann einfach alles weg. Ich meine, wir sollten uns schämen.